Ich halte auf einer riesen Hebelwand oder Knopfwand oder so. Und dann wird das damit dann gelöst. So in mein Traum. Wird dann auch sehr toll, die digitale Elektronik dafür zu entwickeln. Wir werden einen schönen großen Raum dafür anlegen müssen. Und dann fällt. Plus dann natürlich die Leitungen legen. Und da werden wir sehr viel Geld dafür benötigen, denke ich mal. Das wird schon schön. Oh, sind wir gerade runtergefallen. Deswegen ist das auch ein Grund, warum ich jetzt so immer mitnehme. Weil ich damit eigentlich sehr gerne arbeite. Damit kann ich viele tolle Sachen machen. Viele auch sehr unnütze Sachen. Ja, aber das ist so. Ich bin schon wieder runtergefallen. Es ist eine kleine Spielerei mit Redstone, die man halt auch sehr schnell übertreiben kann. Wenn man zum Beispiel anfängt, eine gesamte Schaltung für ein Atomkraftwerk zu bauen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich glaube, 4-Bit-Rechner braucht eigentlich in Minecraft auch keiner. Aber es geht halt einfach. Ja, das ist so das Lustige. So. Jetzt hier runter. Mal zur Abwechslung auch mal wieder ein bisschen Stein. Ich meine, das Feld selber ist ja dann eh noch mal ein paar Blöcke höher als diese Treppe hier. Und dann will ich schauen, wie ich das denn in meine Berge einintegriere. So gut aussehen. Da ist wieder Kohle. Werden wir natürlich mitnehmen. So, irgendwie sehr wenig Kohle. Interessant, auf welche Höhe wir eigentlich sind, ob das zufällig schon die Höhe ist, wo auf der gegenüberliegenden Seite das Feld endet. Ja, tatsächlich. Es sind nur noch zwei Ebenen, wo man hier den Dirt und das ganze Zeug weghauen muss. Dann ist das Feld hier sowieso auf den Seiten alles schon fertig angelegt. Hier liegt ein Ei. Auch schön. Und hier. Ja, ich habe nicht genug Cobble, glaube ich, um das mit Steinen zu lösen. Wow. Komme ich da hin? Ja, komme ich. Das bleibt jetzt einfach mal so. Baum kommen. Sieht jetzt zwar nicht gerade toll aus, nur ich kann gerade nicht sehr viel anders machen. Und jetzt sind hier auch noch. Wird das gerade auch draußen dunkel oder ist es nur, weil ich hier gerade unter Bäumen bin? So. Ganzen Bäume dann nachher hier wieder rauszutun, wird auch nur lustig.
So. Das ist doch schon mal eigentlich gar nicht mal so schlimm. Erstmal hier schön alles zusammen. Man braucht definitiv auch irgendwie ein größeres Inventargefühl. Es ist halt einfach zu klein. Aber, eigentlich gibt es auch schlimmere. Ganze Erde muss weg. Ich hoffe, ich habe so viel Platz im Moment. Okay, nee, ich habe definitiv zu wenig Platz im Moment da. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Gut, aber die Spitzhacke ist auch schon ziemlich kaputt. Die macht auch nicht mehr lange. So. Hier. Weiß ich halt nicht, ob der noch mal reinkommt, wenn wir hier gemütlich dann kaputt machen können. Eine Höhle. Mit Eisen. Muss ich mitnehmen. Es tut mir leid. Aber es ist Eisen. Also eine wichtige Ressource, die nicht so oft vorkommt. Von abgesehen haben wir jetzt die Höhle unten ausgeleuchtet. Ach, hoppala. Ich habe quasi eine kaputte Spitzhacke durch 7 Eisen erst ersetzt. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, nur. Noch wir haben danach noch einen Inventarplatz frei. So. Na gut. Das ist aber echt erstaunlich, dass man hier relativ wenig Nachfragen aufschütten muss. Bisschen in dem Bereich. Terraform sogar einigermaßen dem Original entspricht. So. Können wir auch hier gleich nochmal schlafen gehen. Das ist auch mal schön. Das wird noch knapp hier mit der Erde. Ich denke, es sollte hinhauen. Danke, Huhn. So. Ja, das kann ich jetzt noch nicht mitnehmen, aber da wird die Schaufel noch kaputt gehen. Deswegen kann ich es dann im Endeffekt doch mitnehmen. Wo brauche ich denn die Eier? Mit dem kann man doch eh nur Kuchen backen und Hühner. Also ich weiß gar nicht, ob man eine Hühner spawnen kann. Man kann ja zumindest werfen.
das war schon einiges mehr, oder? Sicher schon wieder alles. Okay, das war irgendwie kontraproduktiv. So. Es war eine Nacht, aber ich mache das jetzt noch fertig und dann während der Nacht erlaubt ich auch mal noch rüber und crafte mir neue Sachen. Dann eh relativ unspektakulär. Dann gehen wir jetzt nach hier zum Schlafen. Also wenn ich hier grundsätzlich jede Nacht in Höhle springe. Das ist wahrscheinlich ein toxisch lang, wenn das aber funktioniert. Oder zum Beispiel als der Fall. Hier will ich wegwerfen. Aber wenn es halt hier im Moment sowieso quasi nicht sehr spannend zu sehen gibt, ich gerne Erde. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Dann sagen wir es aber, die Kalkulation ist sehr gut aufgegangen. So, jetzt gehe ich schnell zurück und hole neue Schaufeln und bringe die Erde weg. Und ja, das mache ich jetzt bei Dunkelheit. Obwohl man quasi nicht Ziel da gibt, einfach mal einen schönen Sternhimmel und rennen gegen den nächsten Baum. Ah, man sieht sogar die Wolken. Also schön. Also Riesenvorteil, einen OBS aufzunehmen. Das sehe ich zum Beispiel jetzt. Mit den Wolken schon alles und ob man was sieht oder nicht. Ist es gerade schon wieder hell? Nee. Ja, Vollmond. Na, was? Hep. Fürs Erdekiste. Tu es einfach. Ey, und mein Auge juckt. Das finde ich unfair von dir, Auge. Oh Gott. So. Gut. Wir könnten das Eisen aus dem Ofen nehmen. In welchem Ofen war das? In dem Ofen war es. Das gleich mal hier rein. Die Kohle kommt hier auch mal mit dazu. Gobel tun wir auch ein bisschen was in die Kiste reinlegen. Die sinnvollerweise schon wieder leer ist. Dann machen wir sie doch ein paar Schaufeln. So. Mehr Schaufeln kann man sich jetzt nicht sinnvoll machen, weil der Platz im Moment eh nicht ausreicht für mehr Dirt. Und deswegen lassen wir es doch noch. Hier sind so viele Hühner auf diesem Feld. Da vorne aber die Fackeln zum Spawn halt sowieso oft macht über immer normale Tiere. Scharf, siehst du genauso. Das gehen wir erstmal.